Nach wie vor haben wir die langfristige Tendenz, dass der stationäre Sortimentsbuchhandel leicht verliert. So war es auch in diesem letzten Jahr, 3,7% gegenüber dem Vorjahr. Allerdings über einen 10-Jahres-Zeitraum kommend von über 51% Marktanteil auf jetzt 48,3% Marktanteil. Das heißt, die Entwicklung, die abnehmende Entwicklung ist langsam absteigend, also geht sehr langsam. Stark gewonnen hat natürlich nach wie vor der Onlinehandel mit über 10%. Allerdings ist hier die Kurve in den letzten 3 Jahren abflachend. Wir hatten die Entwicklung seit 2003 bis 2009 immer deutlich über 20%ige Umsatzsteigerungen pro Jahr. Das ist in den letzten Jahren unter oder um die 10% gesunken. Und verändert das Interesse der Leser und damit eben auch das thematische Leseverhalten ist ziemlich konstant. Mit über einem Drittel, also etwa 35% Anteil die Belletristik. Hier beinhaltet von Hardcover und Taschenbücher sind hier drin. Zweitstärkste Gruppe nach wie vor Kinder- und Jugendbuch, also mit fast 10%. Leicht abgenommen im letzten Jahr. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Gruppe ziemlich stabil. Überraschenderweise, aber sehr positiv zugenommen haben wieder die Ratgeber. Hier findet offenbar wieder eine Rückbesinnung des Endkunden von Internetangeboten oder Internetinformationen hin wieder zurück zum Print statt. Die Titelproduktion ist unter 80.000 gesunken. Vor 5 Jahren waren wir noch bei 86.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Allerdings ist in dieser Zahl sind die E-Books nicht enthalten, sondern hier geht es nur um Printprodukte, sodass die Gesamttitelproduktion wahrscheinlich doch wieder um die 80.000 liegen müsste. Aber der langfristige Trend ist vielleicht, was ja eine gute Entwicklung ist.